muss auf meine Gesundheit aufpassen, aber ich habe ja hier den Willensschädel. Ist er gerade in das Loch gefallen? Jetzt weißt du mal, wie sich das anfühlt, mein Freund. Jetzt weißt du's. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Shovel Knight Spectre of Torment. Ihr 93 Joel. Ich hab jetzt extra hier gestartet, denn ich habe das Spiel, ich hatte eine kleine Pause gemacht, habe jetzt das Spiel wieder gestartet und nun sind wir hier gespawnt. Und ich möchte es einfach mal ein bisschen anschauen, weil manchmal, wenn man einfach nichts tut, passiert was. Und hier, ganz in Gedanken versunken, Spectre Knight schaut auf sein Amulett und denkt sich, ja, er möchte wieder lebendig werden. Weshalb genau? Gute Frage. Na gut, wenn ich jetzt, sage ich mal, geisteähnlich wäre, würde ich dann auch wieder mein normales Leben zurückhaben wollen, aber auch nicht. Oh, eine Sternschnuppe. Oh, Hinter verbracht. Melancholie. Ah, man kriegt da so ein Achievement. Da-da-da-da. Bum-tschung-bum-bum-bum. Aha. Und ich habe ja gesehen, sein Unterschlupf hier, der bietet so viel, sogar so eine kleine Herausforderung oben links. Mal sehen. Geld habe ich. Diese Geschöpfe schauen sich um mein Gefäß. Umhang, vielleicht bringe ich ein Opfer da. Geld, Gold opfern, bitteschön. Ist er ran voll. Boom, Schakalaka. Wer bist du denn? Was ist dein Begehr, du Scheusal? Wer bist du? Wir sind viele. Wir mögen dein Gold. Wir mögen deinen Umhang. Berühren. Neue Kräfte. Ja. Wir hüllen dich in Finsternis. Hier kann ich mir unterschiedliche kaufen. Umhang der Schonung. Weniger Willen und Finsternis statt in Grumen auf Dorn zu sterben. In Tutin erlässt du weniger Gold. Rutschrüstung. Ein verbesserter Umhang. Halte beim Landen drunter gedrückt, um schneller über Oberflächen und Dornen zu gleiten. Aha. Schal des Schlägers. Halte zum Aufladen X gedrückt und entfesselt beim Lutzers in einem mächtigen Sendenschlag. Das wäre cool. Geistergewand. Du siehst noch imposanter und schrecklicher denn je aus. Aber ohne jede Wirkung. Ja. Riskantes Gewand. Zerstörte Kontrollpunkte verringern maximalen Willen. Doch Angriffe sind stärker und du regenerierst Finsternis. Ich bin fertig. Aber jetzt habe ich so einen Händler freigeschaltet. Das, zack. So, den Schädel, den muss ich nochmal freischalten. So, okay. Hat sich hier was verändert? Nein. Wie geht's zum kleinen Fido? Möchte der kleine Fido spielen? Bitte schön. Nimm das Weichen. Nimm es. Willst du nicht, oder was? Nimm das Bällchen. Los, der Meister bewirbt es dir. Nimm das Bällchen. Keine Rabälsche, erfüllen sie ihre Pflicht. So, da bin ich wieder. Ich habe deinen Namen total vergessen, tut mir leid. Dunkler Akolyt, genau, was ist ein Akolyt? Keine Ahnung. Soll ich den Zauberspiegel zur Abreise vorbereiten? So sei es. Gut, ich wollte ja nach der Reihenfolge gehen. Oh, einen Schädel habe ich verpasst. Das finde ich auch schön, dass es da rechts angezeigt wird. Was heißt es ja eigentlich mit 1000, dass ich da 1000 Münzen, 1000 Gold sammeln kann oder was? Ich wollte ja nach der Reihenfolge gehen, wie ich das auch in den anderen Spielen gemacht habe. Zuerst kam Burg Stolzmoor, und danach kam der Lichthof. Der Lichthof und hier treffen wir auf den Phantomschläger. Aber erstmal eine kleine Info. Ich habe von einem Phantom gehört, das den Lichthof unsicher macht. Du bist mutig, dich dorthin wagen zu wollen. Sei auf der Hut. Bitte, ich sehe aus wie der Tod höchstpersönlich, wie der Sensenmann. Da dürfte ich keine Angst haben, denn ich erinnere mich an einen Phantomschläger. Der hat einige Tricks drauf. Das Ziel lautet der Lichthof. Wirklich dorthin? Ja, ich möchte immer Lichthof sagen, aber es ist der Lichthof. Ist dort fürchterlich. Sieht auch ein bisschen anders aus, oder? So, lieber Spectre Knight, wie ist die Wand? Schön anzusehen. Sprinten und schlagen. Na immer doch.
So, und dann kann ich jetzt mal ein bisschen hier das mit der. Das mit ein bisschen mit dem Wandlaufen üben. Zack, ta 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 ta. Jupp. Und zack. Jupp. Ah, dachte mir so, dass doch, dass es so funktioniert. Oh, ein Büschchen werden zurück. Zack. Au. Hat der Frosch schon wieder da? Die schöne Kombination. Ja, springen. Nein. Das wäre beinahe schief gegangen. Zack. Oh, kann ich Geistern schaden? Würde eigentlich Sinn machen. Quatsch. Okay, schaden kann ich ihn nicht. Ich kann sie einfach nur zum Angreifen verwenden. Aber zumindest kann ich sie angreifen, denn ich bin ja hier der Sensenmann. Der Sensenmann, der alles mit der Sense kann. Lass mich hoch. Zack. Tatsache. Natürlich, das spielt ja alles in der Vergangenheit. Das heißt, wir hatten hier sogar noch ein schönes Örtchen. Los. Ich hab Angst. Hui, 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 hui. Speicherpunkt. Danke. Zack. Wupp. Dankeschön. Ich finde es wirklich schön, dass wir zwar wieder die gleichen. Wir haben wieder die gleichen Orte, aber sie sehen anders aus. Ja. Was haben wir hier schon? Schöne Erden. Hm. Eine verdorrende Karotte. Gemüse ist ja wichtig. Zack. Zack. Haha. Nicht die Pose, die er drauf hat. Zack. Zack. Also den kann ich gar nicht erwischen. Oh, da haben wir diesen Skelettkönig, oder? Na warte. Probier's doch. Zack. 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 Oh, Sappalot nochmal. Ich muss auf meine Gesundheit aufpassen, aber ich habe ja hier den Willensschädel. Ist er gerade in das Loch gefallen? Jetzt weißt du mal, wie sich das anfühlt, mein Freund. Jetzt weißt du's. Dieses. Ah, sogar daran erinnere ich mich. Das gefällt mir überhaupt nicht. Oh, ich sehe einen Schädel. Zack. Na, warte. Aha, Schädel erwischt. Zack, zack, zack. Einfach Ausschnitt, der Schnatter, Schnutte. Wie viel Ausschnitt hättest du denn gern? Ausschnitt? Aufschnitt natürlich. Oh, lecker Ausschnitt hier. Also, wenn ich sehe, ich sowas hasse ich. Ich hasse es, wenn ich nichts sehe. Okay, ganz ruhig. Am anderen Wand hoch. Puh, das war knapp. Den Schädel hätte ich sowas von übersehen. Und das haben wir hier. Bombe. Oh. Ihr seid neue Kerle. Und tut gut, ne? Tote gut sind wieder tot. So soll es auch sein. Geheimnis. Oh, hu, 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 hu. Noch ein Schädel. Okay, vorsichtig. Höp. Ja, so wird's gemacht. Und kleine Abkürzung. Höp. Danke. Bei Black Knight hatten wir, glaube ich, hier dieses Amulett gefunden, was der. Ich bin weg. Was Black Knight gehört, aber das sah ja anders aus. Was ist das jetzt da unten? Plattformen, die von alleine auftauchen und wieder verschwinden, vermute ich mal. Bitte was? Kann ich die zerstören? Oh, so macht man das. Na warte, Achtung. Zack. Nein, das... Das ist interessant. Moment, kann ich... das kann ich wieder hochschlagen. Ach, herrje. Ich will den Schädel haben. Nein, ich bin runtergefallen. An die Stelle erinnere ich mich. Aus Black Knight. Aber ich will wirklich versuchen, alle Schädel zu sammeln. Ich möchte hoch, danke. So ein aufgeschlagener Schlag wäre schon eine schöne Sache. Moment, ich sollte vielleicht mal wechseln.
Das ist ein Nahkampfangriff, könnte vielleicht helfen. Zack. So, einmal. Zweimal, danke. Am besten einfach schnell sein. Erwischt. Ganz vorsichtig. Wo bin ich? Und geglückt. Der Joe ist lernfähig. Zack. Tue ich hier nicht einfach eigentlich... Zack. Na warte. Tue ich hier nicht eigentlich hier meine eigenen Untertanen hier töten? Ich meine... was? Bitte was? Das muss ein Wasserläufer sein. Ach so. Das zeigt mir also an, wo hier so unsichtbare Plattformen sind, ne? Ja, wo die gehen? Ah, das ist nice. Und zurück gibt's wohl nicht, hä? Okay. Ah. Nein, oh, beinahe wäre ich jetzt einfach nur die Wand hochgelaufen, hätte ich den Schädel gekriegt. Ich will versuchen, ihn zu kriegen. So, Achtung. Zack. Okay, das mit der Wand abspringen und so, das muss ich üben. Jejejejej. Zu viel Schaden für mich. Achtung! Miau! Ich bin das halt so. Ich finde es. Es war schon ein bisschen ungewohnt. Weil mir ja sonst nicht. Ah, Chucky! Weil ich das einfach sonst nicht kenne mit dem. An Wänden laufen. Das war zu weit gewesen. Und es gibt ernsthaft einen Umhang, mit dem man mehr rutscht. Warum sollte ich das wollen? Haben wollen. Höp. Das krieg ich immer wieder zurück. Ach. Jetzt wusste ich gar nicht. Ist ja gut. Und. Hatschuki! Höp. So, okay. Ich will an diesem Schädel. Und sagt, das kriegt schon seine Krallen. Da, das wäre beinahe zu weit gewesen. Ach, dumm! Okay. Ich krieg das hin. Jawoll! So wird's gemacht, Leute! Okay, ich sehe nicht wohl, wo soll ich lang? Unsichtbar. Wahrscheinlich reagieren die Brücken auf mich. Geheimnis. Okay. Das wäre auch zu einfach. Was? Wäre auch zu einfach gewesen, hä? Achso, durchspringen kann ich aber nicht übers Grün, okay. Tatsächlich, ich habe mich vom Skelett erschreckt. Ich, der Tod persönlich. Ja. Ah, Geheimnis. Ja. Attacke. Jawohl, Igin. Immer ein scharfes Auge haben. Oder ein totes Auge. Autsch. Nami. Wie mache ich da rausstehen? Wie komme ich denn da durch, ohne Schaden zu nehmen? Ach, das kann ich ausmachen. Ah. Feuer kann ich ja löschen lassen. Ja, gut. Alter, Schätze. So weit das Auge reicht. Jupp. Und da, Geheimnis. Geheimer Gang. Was haben wir denn Schönes? Ach, du liebes bisschen. Eine Glocke. Moment, kann ich hier? Ah, ja. Zack. Autsch. Nein. Okay. Dann nehmen wir mal. Ach so. Ja, doch. Macht Sinn. Ich kann da nicht hochlaufen, weil da Gras ist. Okay. Autsch. Hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Okay, ganz ruhig. Zack. Und zack.
Zack, und hier wohne gehen. Aha, kaputt gemacht, ja. Ehrlich der Finsternis erhöht maximale Finsternis für mehr Kurios. Hier wohne gehen. Boom, tschakalaka, boom, tschakalaka. Zack, 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 zack. Ernten wir ein bisschen Feuer, meine Freunde. Und auch ein bisschen her. Aber nicht gefeuert werden, jawohl. Zack, zack. Ich dich davon. Boom, tschakalaka. Ich, mir gefällt Spectre Knight sowas von. Gut! Autsch. Aber dennoch, elektrische Frösche verstehe ich nicht. Jawohligen. Wenn es so weitergeht, will ich. Ich glaube, ich werde wirklich versuchen, alle Schädel zu kriegen. Da zumindest auch angezeigt wird, wie viele Schädel man in einem Level finden kann. Aber hier, ich habe so das Gefühl. Okay, okay, ich weiß, was ich zu tun habe. Wo die gehen? Geheimnis? Oh! Kabuschke! Das habe ich gerade noch gesehen. Ich glaube, ich habe so gut wie jeden Schädel hier erwischt. Zack! Und hopp! Und hopp! Okay, ist das tot? Ist das tot? Ich weiß nicht, ob das tot ist oder ob das Geheimnis ist. Autsch. Das ist tot. Geister können mir schaden. Ich glaube, das war eine Fallgrube, oder? Das hätte mich jetzt nur Leben gekostet. Anstatt, dass ich da jetzt ein Geheimnis... Oder ich weiß nicht, ob das ein Geheimnis ist. Will ich es wagen? Hm. Naja, probieren kann man es ja mal. Weißt du, du Grabschände, du. Auch wenn es dein eigenes Grab ist, du solltest es nicht schänden. Mann, Mann, Mann. Okay, ich probiere es aus. Achtung. Es ist. Das war ein Geheimnis. Sag mal doch nochmal. Ach, stimmt. Das Geheimnis gab es auch in anderen. In anderen Spielen. Zack. Na, warte. Zack. Haha. Gibt's mir. Warum? Leben gibt es auch zurück. Noch mehr Geheimnisse. Zack. Ich vermute diese... Autsch. Das Feuer hat vermutlich was mit dem Phantomschläger zu tun. Also muss... Ach, ich wäre auch sowieso nicht weitergekommen. Oh, ich sehe wieder kaum was. Und da unten ist auch noch ein Schädel. Okay, da habe ich keine Ahnung, wie ich hinkommen soll. So, so kann man hinkommen. Ganz einfach. Beinahe bin ich wieder runtergefallen. Höp. Und höp. Ich mag das nichts. Ich mag es nicht, nichts zu sehen. Puh, das war riskant. Autsch. Ich wollte probieren, den Edelstein zu holen, aber da hätte ich mich wahrscheinlich an der Wand festhalten müssen. Aber hey. Ich glaube, verglichen mit den anderen Malen, wo ich hier den Lichthof gemacht habe, stelle ich mich um einiges besser an. Besonders bei dem Einsammeln der Gegenstände, dieser besonderen Sachen. Ah, Mann, ein bisschen mehr Blitz. Blitz und Donnergewitter. Nein, beim ersten Mal war es Glück, diesmal war es Pech. Ich bin kurz vom Boss, ich bin kurz vom Boss. Ich habe ziemlich viel Geld. Für meine Verhältnisse. Ja. Okay. Yep. Komm, dann kriege ich nochmal hin. So gut wie beim ersten Mal. Ohne zu schwer, ne? Yep. Puh. Naja, es ging. Zack. Und zack. Und zack. Ja, Woni war dein Geheimnis? Nein, okay. Sieht nicht so nach. Sieht nicht danach aus. Aber hier weiß ich, gibt immer. Yummy, yummy, yummy. Neue Sachen. Gut, mal sehen. Ich sollte wahrscheinlich über zu meiner. Soll ich das nehmen? Schädel des Winds. Nimm diesen Schädel, um Wind zurückzugewinnen. Oder mehr. Ich nehme erstmal meine Boomerang-Single. Sicher. So.
Wahrscheinlich suchen wir... Eieiei. Oh, neue Ebene. Keine Ahnung, wie seine Stimme war. Ein Überraschungsangriff? Das passt mal so gar nicht zu einem ehrenwerten Krieger, wie ich einen zu treffen gehofft hatte. Ach, der Spuk spricht von Ehre und hat doch selbst keine mehr und fristet sein Dasein als Laufbursche. Ich hab irgendwie gedacht, der reimt jetzt. Ich lade dich lediglich ein, deine Versuche fortzusetzen in Diensten der Verzauberin. Ihre Macht ist beispielslos. Ich habe mir mal alte Videos angeschaut, da habe ich ihm eine hohe Stimme gegeben. Keine Ahnung warum, weil jetzt, wo ich ihn näher betrachte, finde ich, würde eine tiefe Stimme besser passen. Und sie glaubt, ich lass mich von diesem Wind schieben, Klappskelett einschüchtern. Deine Macht ist eine Lüge, doch meine kommt aus meinem Inneren. Komm, ich zeig's dir. Na komm, probier's doch. Autsch. Ich glaube, es ist besser, wenn ich den Schädel nehme. Nimm den Schädel. Dankeschön. Yikes. Also viel Blitzerei hier. Anstatt Feuer. Was passiert da? Okay, ich pass mal auf. Okay, nicht über ihm stehen ist blöd. Blöde Sache, habe ich mir gemerkt. Was macht er jetzt? Hey. Wow. Okay, in bestimmten Phasen kann ich ihn nicht angreifen. Jesus, criminy cricket. Aber es läuft gut. Und ich krieg viel Finsternis zurück. Zack. Ein paar Treffer noch. Da kommt er her, du. Komm her, du. Zack. Ein Treffer. Beim ersten Versuch, Leute. Kabushi! Und da ist er gefallen, der Phantomschläger. Ich will keine Phantome mehr schlagen. Ich habe den Phantomschläger geschlagen, damit er keine Phantome schlagen kann. So. Im Kampf magst du es mit mir aufnehmen können. Doch du und deine Kohorten. Was sind Kohorten? Ihr taugt nicht dazu, über dieses Lande zu herrschen. Ach. Jetzt verstehe ich, der war ja in den anderen Teilen ein wandernder Kämpfer. Er war vorher hier der Herrscher und wir haben seine Lande übernommen. Deine Tage sind gezählt, du Jammerlappen. Ich aber bin frei und werde deinesgleichen ausmerzen. Dann geh halt. Speichern wir. Wunderbar. Der Lichhof ist geschafft. Keine neuen angeheuert, aber wir haben, denke ich, ein neues Zuhause gefunden, ne? So. Ist das jetzt das Gleiche, oder? Oh, jetzt ist ein Rückblick. Luan. Das ist der bärtige Mann, von dem ich geredet habe. Das muss ein Partner sein und das sind wir als Mensch. Ah, wir sind fast da. Ich kann es spüren. In der Tat. Und was für eine lange Reise das war. Vorwärts. In die Schatten. Ah, das habe ich in einem Trailer gesehen und das habe ich gehofft. Dass wir da auch ein bisschen was über seine Vergangenheit erfahren. Wir waren anscheinend sowas wie Banditen oder Krähenfüße. Drücke Y, verteilt Dorn vor deinen arglosen Gegner. Wir waren sowas wie Ninjas? Soll ich das richtig verstehen? Wie nice. Und da haben wir auch diese Technik. Ja, wir waren sowas wie Abenteurer. Zack, zack, zack. Da kann ich jetzt lange auf mich warten. Oh, das ist auch nur ein kurzer Level. Okay, dann mache ich das. Dann mache ich das noch in dem Part. Was ich auch schön finde, hier halt so ein bisschen gelblich gehalten, dass man halt merkt, okay, die sind in der Vergangenheit. Autsch. Aber wie weit in der Vergangenheit? Zack. Krähenfüße, das kenne ich aus Mark of the Ninja. Jupp. Und er hilft uns hier dann hoch. Nice. Zack. Zack. Und der gleiche Fehler noch einmal.
Ich glaube, ich sollte einfach landen und ihn angreifen. Wäre wahrscheinlich besser, ne? Zack. Jupp. Ja. Ey, aber dennoch sehen wir nicht sein Gesicht. Ist da ein Geheimnis? Ich will sehen, ob da ein Geheimnis ist. Okay, kein Geheimnis. Jupp. Okay, landen und... Okay. Dankeschön, Luan. Ein getreuer Freund. Alter, hast du eine Reichweite? Na, na, wo willst du hoch? Da will ich hoch. Dankeschön. Ob wir auf ihn vielleicht nochmal treffen? Oder was ist mit ihm passiert? Ah, nee, es hieß ja, wir sind auch in den Turm gekommen. Und danach sind wir halt dem Fluch verfallen. Nur was ist mit Luan passiert? Oder könnte es doch sein, dass wir auf ihn treffen? Und auch halt auf eine andere Weise? Ja. Und tschipp. Kannst du nochmal zurückgehen? Ich will den anderen Edelstein. Nein? Okay. Dann halt nicht. Was hier wohl passieren wird? Zack. Volltreffer. Hihi. Jupp. Verstehe, die läuft die ganze Zeit hier im... Autsch. Ach, ich hätte an der Wand laufen müssen. Der läuft hier die ganze Zeit im Hintergrund. So auf zwei Ebenen. Ist ja... Das hätte man zu einem eigenen Spiel machen können hier mit den zwei Kompatre. Naja, das Gold kann ich mir gleich mal wieder zu holen. Zumindest das eine. Happale! Zack! Und Attacke! Aha! Zack! Na warte! Aha! So wird's gemacht! Ach, im Stein war sowas drin? Sag doch noch mal, Sachen gibt. Was für Mineralien und was für Schätze? Da waren wir sowas in Banditen. Einfach runter, oder? Ach! Das kennen wir doch vom Anfang! Ach so, der Unterschlupf, wo wir sind. Wir sind am Turm des Schicksals. Ach so. Jetzt kapiere ich es erst. Was meinst du? Sollen wir die Nacht hier Rast einlegen? Oder ist es dieser Turm? Oder, ja doch eigentlich, es müsste eigentlich schon der Turm des Schicksals sein. Da haben wir ihn ja das letzte Mal gesehen. Und es würde irgendwie Sinn machen, dass dort, wo wir gestorben sind, wo wir unseren Freund verloren haben, dass wir dort unsere Pleibeins sind, sozusagen, zum Gedenken. Donovan, als Vater sorge ich mich um ihn. Also um ihn. Also ich dachte jetzt, Luan wäre unser Vater. Nee, er sorgt sich um ihn. Um wen? Glaubst du, das Amulett wird ihn auch wirklich vor jeder Gefahr schützen? Dein Junge muss noch viel über die Welt lernen, gewiss doch. Wenn dieses Kleinod so mächtig ist, wie man sagt. Ich kann nur hoffen, dass die Legenden wahr sind. Keine Sorge, wir werden nicht mit leeren Händen gehen. Komm schon, lass uns ausruhen und morgen werden wir ja selbst sehen. Heißt das Amulett, was... Spectre Knight jetzt hat? Geht's noch weiter? Ich hoffe, es wird noch weitergehen mit Flashbacks. Ich möchte noch mehr über seine Vergangenheit erfahren. Alter. Echt, soweit ich habe wirklich Spaß. Einfach das, was diese Möglichkeiten, weil das ist ja eine, es erzählt ja Vorgeschichten von all diesen Charakteren. Und auch das... Anscheinend das Amulett, ich vermute, das Amulett, was wir jetzt haben, haben wir für seinen Sohn einsammeln wollen? Mein Herz wird kalt. Ich habe neue Kurios entdeckt. Doch du auch, rote Schädel? Ja, hab ich. Schattenspiegel. Okay, das hatte ich schon. Skelettwächter beschwört einen Skelett-Sniper. Oh, ich kann mir Untertan beschwören. Na, her damit. Her damit. Ein Schädel zu wenig, sonst hätte ich mir beides holen können. Ah, dieses Kurios gut bewacht. Ich kann dich dorthin führen, doch du musst dich wieder da rauskämpfen. Ich weiß nicht, ob das seine Stimme war. Dieser Bereich ist auch verflucht, wie in deinem Schritt damit bedacht. Wir sehen. So, Skelettwächter, drücke Y, mal sehen, wie es aussieht. Zack. Ach, der schießt. Okay. Und? Schieß, was ruf. Okay, ich kann immer nur einen gleichzeitig beschwören. Das ist so einer der schießt, okay.
Geh weg. Moment. Ach Mann. Ist gar nicht so leicht zu ziehen. Okay, jetzt. Boom, Chakalaka. So, aber gut, es ist ja im Grunde auch immer ein kleines Tutorial, was man macht. Wirf den Schädel. Schieß auf deinen Compadre. Moment, wie kann ich denn jetzt? Wie komme ich denn da durch? Okay, nach einer Zeit wieder Selbsttische. Kann ich da hoch? Esselwiss. Ach, den muss ich da oben platzieren wahrscheinlich, oder? Oder kann ich den so werfen? Okay, ich hab... Moment, wie soll denn das gehen? Moment, kann ich... Na, so klappt das nicht. Warum speist er den Schädel hinter sich? Kann ich auf ihn... Ich kann mich nicht auf ihn draufstellen. Nur die Frage, wie komme ich dann da hoch? Da kann ich nicht laufen. Kann ich... Achso, ich kann ja meine Sense nicht verwenden. Wie komme ich denn da hoch? Moment, kann ich... Ach so, auf Knopfdruck kann ich den... Ach so. Natürlich, der explodiert ja. Das ist jetzt nur für den Edelstein, oder? Wupp. Okay. Ach so, jetzt dreht er sich rum. Ach, er schießt immer in die Richtung, in die ich schaue. Oder wo ich stehe. Los, versuch's doch. Aha, danke schön, mein Freund. Ja. Braucht schon ein bisschen hier. Exzellent. Und los. Ja, kann man sich sehr für gewisse Situationen einsetzen. Diese Kurios ist nicht bloß das, das ist weise ein. Okay, das mache ich doch. Habe ich genug? Wir mögen dein Gold, wir mögen deinen Umhang, berühre neue Kräfte. Was ist mit dem Schläger? Das interessiert mich. Ist gekauft. Schönen Purpur. Ach, das erinnert mich jetzt an Darksiders 2. Und wie sieht der Angriff aus? Zack. Oh, schön mit der Pose. Zack, Zucki. Habe ich was verpasst? Ich habe nichts zu verkaufen, du bist jetzt so gewissenhaft, Spekti. Aber vielleicht kann ich ja doch helfen. Ehrlichtes Fenster sind im Uhrenturm und im Explodatorium. An dem anderen neuen Ort findest du ein ehrliches Willens. Bisher habe ich also alles gesammelt. Wunderbar. Oh. Ach, jetzt haben wir da diesen... Ach, das Brokkoli gehört, ich kenne dich doch. Du mit dem Tanz, oder? Hallo. Ich habe gesehen, wie du über den Lichthof gerast bist. Du musst Spekternat sein. Ich bin ja so froh, dich endlich zu treffen. Echt? Und Geister sind ja auch unterwegs, hä? Es ist so wichtig, die Moral hier hochzuhalten. Also, herzlich willkommen. Komm, ich teile meinen größten Schatz mit dir. Dein Tanz? Tanzen! Kenn ich ja. Ist spicy. Ne, nicht mein Geschmack hier. Lass mich in Ruhe. Oh. Eiskalt hier die Schulter gegeben, ne? Sie will unbedingt Weiterung und der denkt sich, ne? Nein, lass das, Fräulein. Ich schlag dir noch den Schädel ab. Interessiert mich kein bisschen hier. Habt ihr es gerade oben gesehen? Der Skelettmann hat getrunken, der ist der Skelettkönig und es ist einfach alles durchgeflossen. Da kommt das Blut in Wallung, was? Hab ich überhaupt Blut? Ich bin doch ein Geist, oder? Das macht mich ganz krank. Das ist doch nicht der Ort für deine albernen Narren. Narreteien. Pack dich. Aber, was zum... Ich wollte doch nur... Muss ich dich erst wegschaffen lassen? Wie konntest du nur? Weißt du, ich habe diesen Tanz extra für dich einstudiert. Du Monster. Hey, Geist, bitte. Ich werde mich rächen. Sie wird sich rächen, was? Ach, was? Hä? Kalte Schulter, du bist entschlossen und im Triumph cool geblieben. Halte für diese Fähigkeit runtergedrückt. Aha. Ja, komm schon, das habe ich ja schon. Ich kann jetzt also auf Knopfdruck kann ich auf cool machen. Ja. Jawohl, das bin ich, der Spectre Knight. Tod und Neid, das ist meine Masche. Ich liebe dieses Spiel. Ach, Super Skelett heißt der.
Ich bin der Phantomschläger. Ja, ich weiß. Ich bin nicht wirklich der Phantomschläger. Hab dich hier dran gekriegt? Wenn du hier bist, wer bewacht dann mein Versteck? Ja, mein Freund. Pass mal auf, wie, ansonsten gibt's hier Lohnkürzung. Und du verschwendest einen ganzen guten Wein. Ja, ich weiß, aber das ist schon lecker. Nam, nam, nam. So, zack. Zack. Komm schon. Fido! Wie wär's? Vielleicht ist es so, dass wenn ich was geschafft habe, dann... Anscheinend kriege ich nicht immer Gold von dem, hä? Okay, was ist denn... Ich habe nicht genug, um hier zu spenden, oder? Diese Geschöpfe schauen sich mein Gefäß, das mit Umfang versehen ist, vielleicht bringe ich ein Opfer da. Hab nicht genug. Vergeudete Zeit, verschwendetes Geld. Gut, ich glaube, soweit habe ich jetzt hier wieder alles freigeschaltet. Aber ich komme so langsam rein in seinen, in die Art und Weise, wie man ihn spielt und soweit ich genieße das Spiel wirklich. Und ich hoffe, meine Damen und Herren, Sie haben ebenfalls genauso viel Spaß bei diesem Let's Play. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen und dann sehen wir uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung von Spectre of Torment, Shovel Knight, bibibim, bababum. Bis dann, ihr 93 Turbo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.